Fange ich auch mal an aufzunehmen. So, moin liebe Leute. Ich bin mal wieder ein bisschen spät dran. Wahrscheinlich habt ihr heute wieder mehr zu sehen. Vielleicht habe ich die letzte Folge wieder nicht beendet oder ich weiß nicht genau. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist meine letzte Folge wieder ein bisschen länger geworden. Vielleicht aber auch. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Hier am Donnerstag. Schaut wahrscheinlich die ersten 5 Minuten einfach. Also, ich habe hier ein bisschen Holz gefällt, versucht das jetzt aufzuladen, habe Shelly eigentlich empfohlen, den Ballensammelanhänger zu kaufen, den Mod-Anhänger, der Ballen-Autoload hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob sie das machen sollte oder nicht. Auf euch hört sie meistens mehr als auf mich. Nein, aber wir haben doch gerade eben schon darüber gesprochen, dass mit dem Dolly und so ist das immer alles ein bisschen... Ja, aber es gibt Schlimmeres als Dolly. Na, das weiß ich aber nicht. Ja, ich habe jetzt einfach mal wieder 5 Minuten nicht aufgenommen, aber... Was hast du denn gemacht? Drescher leer gemacht, habe den eine Düngermission von Feld 19 rübergefahren zu Feld 37 und den da wieder gestartet. Aber mehr war es eigentlich. Drescher einmal leer gemacht. Das hast du am Anfang schon gesagt. Hast du den Drescher mehrmals leer gemacht? Nee. Irgendwie habe ich auch noch Leute Probleme mit unserem Holz-Autoload oder irgendwie. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so falsch, dass ich erstmal am Anfang damit lerne mit den richtigen Sachen. So ist das mal. Hm. Ja. Wie du möchtest. Also nicht, dass du jetzt wieder verärgert bist, weil ich deine Tipps nicht annehme. Oder deine Tipps nicht direkt umsetzen. Vielleicht mache ich das ja noch, aber nicht jetzt vor. Top. Du musst ja nicht immer gleich beleidigt sein. Ja. Was hat er hier denn für einen Dünger kaufen? Hm? Ach, Dünger kaufen an, ne? Bitte? Ach, wir haben Dünger kaufen an, sag ich gerade. Da hat doch erst den Düngerstreuer ein bisschen aufgefüllt. Okay. Ist auch blöd. Auch auf jeden Fall das hier. Presse. Ich muss noch so einen Wickler kaufen. Nimm den Speed-Wickler Mod. Oder lass es. Der wickelt dir die Ballen auf jeden Fall in 10 Sekunden, nicht in einer halben Minute pro Ball. Für die Zuschauer ein bisschen angenehmer. Aber kostet sehr viel mehr. Genau so, ich muss auch ein bisschen auf meine Kohle achten. Genauso viel wie der andere. Ein Technik, ganz weit rechts. So, wir sind durch mit den Düngermissionen. Gibt es noch eine andere Düngermission für uns? Ne, alles andere sind Erntemissionen. Hier können wir aber auch ein bisschen mit arbeiten mit den Erntemissionen. Wir haben ja einen coolen Drescher am Start. Den können wir auch gut Erntemissionen machen. Der kostet auch 50.000. Alles kein Schnäppchen hier. Ah ja. Aber das ist ja automatisch ein Verlader auch, ne? Sicher? So wie das aussieht, sammelt er auch. Ja, dann sammelt den Ballen auf und wickelt den und legt ihn dann wieder ab, wenn du ihn ablegst.
sonst nichts. Wir brauchen sowas. Das stimmt. Für die Lagebahn brauchst du was. Kommst du nicht drum rum. Aber vielleicht ja jetzt sofort doch nicht. Was brauchen wir denn? Bitte entschärfen hier. Üben Sie mal ein bisschen. Hä? Und dafür müssen nicht geübt werden. Ach, wunderbar. Alles super. Okay. Jetzt sollte ich nur sauber machen, aber. So, Mission abgeschlossen. Dann lass uns das mal beenden. Auch diesen Frontlader, den hier. Auch noch kaufen. So, dann kommen noch ein paar Bäume fällen. Auch noch die Schaufel. Den haben wir schon gefällt. Geld haben wir. 100.000 Scheiben. So. Und ist einfach nur so weg. Ja, die ist das stimmt. Raus. Ich bin jetzt voll der Fan von dem Spiegel. Okay. Nur einmal Anschaffung und dann ist es safe. Ja, du musst ja mal rechtzeitig. Sehen, oder? Ja, krass düngen. Oh, das wäre auch gut. Ja. Oder Unkraut entfernen, oder Gras, ich weiß es gar nicht. Feuer könnte ich ja theoretisch verkaufen. Den brauche ich ja gar nicht. Weil wenn ich den habe und damit düngen kann. Schaut mal gerne rein in die Kommentare, ist das so? Ich weiß es gerade gar nicht mit dem Striegel. Ich habe den selbst ja auch noch nicht genutzt. Das Düngen oder ist es nur Unkraut entfernen beim Gras? Hier steht, mit dem Striegel entfernst du Unkraut von Feldern und jungen Getreide und verbesserst so den Feldzustand. Das kannst du nur während den ersten Wachstumsphasen der Pflanzen nutzen. Aber hier steht irgendwas. Hier sind Pflanzen-Symbole. Machst du schon. Warte mal. Kriege. Ein bisschen ungeschickt auf unser Rapsfeld gefallen. Ja, eigentlich brauche ich den Striegel gar nicht. Oh nein, ich brauche den Striegel doch gar nicht. Wieso nicht? Wenn ich mal krass gehe. Ja, du musst es doch auch krass, kommt doch auch Unkraut, oder nicht? Ihr seht ihn krass, ich weiß es aber nicht. Nein, das nicht. Was wird schon gekauft ist. Aber vielleicht ist das ja auch tatsächlich, dass es mit dem Düngen funktioniert. Das wäre doch ganz gut. So, schrottige Stücke Holz. Sollen wir hier erstmal vorne, die müssen wir später eben im Anhänger loswerden. Irgendwie hier unter den Baum, dann finden wir sie auch irgendwann wieder. Mein Helfer oder dein? Also mein Drescher? Aber das zeigt nur bei dir an, bei mir zeigt er das gar nicht an. Ich will gar keine Ansage. Anzeigen. Frage kriegt ja niemand. Meine ich nicht. Obwohl, vielleicht du. Das ist vielleicht eine Ansage, wenn du immer so frech bist. Oh ja. Das ist schon wieder mit dem Auto und mit dem Anhänger so weit nach hinten gegangen. Ich dachte ja mal, ich kann das irgendwie einstellen, aber es geht glaube ich doch nur mit dem LKW, also ist doch... Was hier schon für ein Blödsinn. Haben wir eigentlich jetzt gar keinen Kredit mehr? Doch, Kredit haben wir wieder so mitgenommen.
muss denn hier eigentlich das Sägewerk auf der oben, glaube ich sogar, ne? Das ist ja voll in der Nähe. Glück für dich. Können wir schon mal wegfahren? Nehmen wir nämlich schon Geld und dann können wir schon mal gucken, was wir von dem Geld noch kaufen. Das machen wir. Mal gucken, was ein anderer Drescher kostet. Teuer, ne? Mhm. Ich auch noch gut einen weiteren Traktor gebrauchen. Wenn wir erstmal uns. Wir fahren jetzt zu Landi. Oh. Hab ich gerade eben schon mal geguckt, wo das ist. Das ist hier bei deinem Feld. Da, Richtung Landi. Links rum. Das finde ich dann mega cool, ne? Mit Bildern. Aber hier steht es zum Beispiel nicht. Aber das Graffiti finde ich blöd, das hätte ich hier nicht eingebaut. Das ist aber nicht so dick. So, hier schon? Drescher ist voll, müssen wir Drescher erstmal leer machen. Dann sind wir gleich durch mit unserem Rapsfeld. Ja, schon fertig. Pflanzst du denn jetzt an, weißt du schon? Muss ja erstmal alles hier auflockern. Vielleicht kalken und alles mögliche. Ich muss mal gucken. Aber erstmal brauchen wir gleich schon mal die erste Holz. Hier sind wir beim Landi. Hier können wir irgendwo unser Getreide loswerden. Aber wo? So, wir besuchen mal das Sägewerk. Hier vorne. Das macht ja auch Sinn. Sägewerk. Da beim Pferdestall vorbei und dann da. Aber das mit dem Aufladen, das nervt mich. Ich krieg's mit dem Anhänger ja nicht richtig hin hier. Wir machen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 10.000. Yay! Hm. Der Anhänger war toll. Also demnach haben wir gut. Ich mache auch Kohle jetzt. Ich kaufe erstmal die erste Ladung Holz. Yay! Holz bringt immer richtig viel Geld. Deine Ladung ist, bringt sie uns 16.584. Nervst mich. Vielleicht solltest du mal ein bisschen auf Force. Vielleicht sollten wir Shelly mal helfen mit Force oder so. Gar kein Forst, ich habe hier 5 Bäume. Beim Feldrand. Du pflanzt auch Bäume. Will ich tatsächlich nochmal irgendwann machen. Dieses Bäume pflanzen, das ist, glaube ich, richtig cool. Warum ja, natürlich lang, bis sie gewachsen sind, aber wenn sie dann mal gewachsen sind. Habe ich ja letztens in deinem Stream gesehen. Das fand ich richtig cool. Ich glaube, das hast du in dem 100er Stream gemacht, oder? Ja. So, Drescher, müssen wir nochmal wenden. Oh, der wird aber auch schon ganz schön dreckig. Der ist jetzt weggeflogen, der Ballen hier. Wir können gleich den Anhänger einfach nur stehen lassen und dann holen wir uns den Autos. Die ganzen Ballen noch zu laden und die verkaufen wir dann auch und dann machen wir auch Geld damit. 100.000 haben wir noch, aber es gibt auch noch ein paar Dinge. Auf unserem Land. Ich tendiere doch dazu, nochmal schnell einen Vollernter zu leihen. Weil das alles mit der Hand zu sägen ist echt aktig. Vollernter kriegen wir viel schöne Stücke raus. Das machen wir dann aber erst am Wochenende, Leute. Denn ich glaube, wenn ich richtig liege, weil ich ja ein bisschen später angefangen habe, heute aufzunehmen. Ich bin schon fertig für heute. Du gucken. Hast du jetzt eine kürzere Folge. Aber das ist ja nicht heute schlimm. Ja, das ist auch schon eine Viertelstunde. Okay, Leute, dann freue ich mich sehr, dass ihr reingeschaltet habt. Euch noch einen schönen Tag und dann beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut. Tschüss.
Komm ja auch und tschüss.